Jetzt, wie macht man indische Fladenbrot? Also, da habe ich 2 Tassen Haferflocken. 1/2 Tasse Sesamsamen. Zusammen wird es gemahlen. Das mixe ich mit 3 Tassen Weißmehl, 1 Löffel Salz, 1/2 Teelöffel Salz. Wird alles schön zusammen gemixt. Und das Geheimnis, indische Fladenbrot zu machen, ist, wenn man das schön weich haben will, mit heißes Wasser und nicht kaltes Wasser. Also, dann kommt hier heißes Wasser drin. Einmal. Es ist ziemlich heiß. Da muss man aufpassen, dass man die Finger nicht brennt. So. Und dann braucht man nochmals 1/2 Tasse Wasser. Es ist immer noch ziemlich heiß, aber ich bin mich so gewohnt, ich kann das ertragen. Man muss zusammenkneten, bis so ein Teig gibt. Ab und zu braucht vielleicht etwas mehr Wasser. Es ist schon ein bisschen anstrengend, diesen Teig zu machen. Kleine Stückchen schneiden. Bisschen flach machen. Und ausrollen. Und backen. Ein bisschen einfetten mit dem Pinsel. Kehren. Nochmals Pinsel. So machen. Man muss immer wieder schauen, dass es nicht schwarz wird. Langsam
backen. So lang backen, bis es bräunlich wird. Und so ist unser Fladenbrot bereit zum Essen. Am besten, wenn es ganz warm ist, frisch.